So, Dalle, ich habe euch ein paar Impressionen von der Invest in Stuttgart versprochen. Das wollte ich doch jetzt hier machen und ein paar Kommentare dazu und vielleicht ein paar Tipps, wo ihr ein bisschen weiterkommt. Gleich am Eingang stand die Edda Vogt, mit der mache ich ja ganz gern diese Wünsch dir was Webinare bei der Börse Frankfurt. Das ganz Tolle an Edda ist, sie lässt uns, also zumindest kann ich das von mir behaupten, sie lässt uns völlig freie Hand in der Themenwahl, worum es geht. Und ich kann also auch sehr kurzfristig entscheiden, dass man vielleicht das eine oder andere anders macht. Und das macht immer einen Riesenspaß. Also Edda und ich, wir kennen uns jetzt bestimmt auch schon 20 Jahre. Und ich freue mich immer, wenn ich da mit ihr was machen kann. Dann habe ich einen Vortrag begleitet, initiiert von der HSBC. Da habe ich meine neuen Kollegen kennengelernt. Hier ist der Lars Erichsen, das sieht man hier oben. Das ist der Tradermacher, auch sehr bekannt über Podcasts und Instagram. Das ist der Thomas Löwen von Trinkhaus. Der hat einen super interessanten Job. Und zwar alle Positionen laufen bei ihm ein und er entscheidet dann, wann, wo, wie, in welcher Form gehedged wird. Das ist ein sehr verantwortungsvoller Job. Hier, Herr Goldesel, der Michael Flender. Habe ich auch nur vorher gehört, nie kennengelernt. Das ist ein ganz toller Typ. Und der macht auch viel, glaube ich, Instagram, aber auch YouTube. Also, ich weiß nicht genau wo, aber das heißt Goldesel. Hier bin ich. Und jetzt hier rechts sieht man leider nicht den Matthias Hüppe. Den kennen viele von euch bestimmt aus NTV. Ja, der hat das sehr, sehr schön moderiert. Bleiben wir gleich bei Trinkhaus. Das hier ist der, ich sage mal Trinkhaus, das heißt HSBC, aber ich kenne die schon so lange, ich sage mal Trinkhaus. Das ist der Jörg Scherer. Der macht also ganz, ganz tolle Webinare, Halbjahresausblick, Jahresausblick und macht auch zusammen mit dem Christian Köker, den kennt ihr auch von NTV, macht er den Newsletter, den täglichen Newsletter. Ich halte ihn nach wie vor für, ich glaube schon, das ist der beste in Deutschland. Also ich kann das nach wie vor nur empfehlen. Guckt euch den mal an, das ist eine Riesenhilfe. Also nicht den Jörg Scherer, sondern den Newsletter. Und keine Sorge, ihr werdet dann auch nicht zugespammt. Hier mein Kumpel Ronny Raudis und der Christopher Richter von Elliott Wellen. Es gibt bestimmt viele Leute, die mit Elliott Wellen arbeiten, aber bei den beiden weiß ich, die können das. Und der Marc Dominik, den habe ich kennengelernt auf der Trading-Weltmeisterschaft. Wann war denn das? Das muss so 6, 7 Jahre her sein, in Barcelona. Der war da auch einer der Finalisten. Ist jetzt bei dieser Firma hier oben. Kann ich aber nichts zu sagen zu der Firma, weiß ich nichts. TraderFox, nach wie vor das Tool, mit dem ich arbeite. Ich habe hier den Martin König und ich habe eine schicke Mütze. Hier ist der Simon Betschinger. Und das Tool ist also, ich halte es nach wie vor für das Beste, was man so kriegen kann. Es ist wirklich mächtig. Also ich habe mir das mit Martin und mit Simon mal durchgesprochen. Also ich nutze vielleicht 10% dessen. Die haben so unglaublich viel Sachen drauf. Es ist nach wie vor immer wieder ein Genuss, das zu benutzen. Mir macht das ganz großen Spaß, kann ich mir gar nicht aus meinem Trading-Alltag wegdenken. Das hier ist der Auftritt bei NTV. Da war es das Schwierige, die Halle ist hier im Hintergrund. Ja, es war wahnsinnig laut, ich habe mal Angst gehabt, dass ich den guten Friedhelm nicht verstehe. Es ging aber einigermaßen. Wir standen ja relativ eng zusammen, normalerweise stehen wir weiter weg. Das ist der Nikola Tietze von Morgan Stanley. Das hat auch wieder viel Spaß gemacht. Ich stelle natürlich fest, ich muss ein bisschen abnehmen. Aber naja, gut, da muss ich durch. Hier, ganz großes Kino. Das ist der Roland Ulrich. Der hat für Active Trades Vorträge gehalten. Da geht es um Börsenpsychologie. Ich weiß nicht, wie viele Börsebücher ich gelesen habe über Psychologie. Ich finde die alle ziemlich langweilig, auch die Webinare. Aber er hat ein wunderschönes Wording. Und also da höre ich wirklich vom Anfang bis zum Ende zu. Vielleicht nicht gerade jetzt hier an diesem Tag, weil wenn man da 10 Meter weit wegsteht, man versteht nichts, man hört nichts. Das ist ganz, ganz schwierig auf diesen Börsentagen. Deswegen mag ich auch den Börsentag München so gerne, weil da gibt es dann immer so kleinere und größere Kabinen. Da habe ich also nicht das Problem mit der Lautstärke. Aber guckt euch das mal an, das gibt es auf YouTube oder auf seiner Seite Roland Ulrich. Active Trades hat es in der Bibliothek. Und der hat dieses Buch geschrieben hier. So. Das ist Trading Psychologie für Dummies. Das ist ein absolutes Muss. Ist wirklich schön geschrieben, interessant. Es ist keinen Moment langweilig. Also ich finde es nicht langweilig. Also schaut euch das mal an. Dann hier die Bros, wie ich sie liebevoll nenne, Arne und Falk Elsner, mit denen bin ich jetzt also auch schon freundschaftlich verbunden. Und genau wie Ronny Raudis sind auch die Bros bei Follow My Money mit dabei, also sogenannte Star Trader. Und die haben einen Vortrag gehalten, das war der hier. Ich konnte leider nur die ersten 10 Minuten mir das anhören, aber der Falk ist da sehr gewissenhaft in seiner ganzen Research-Geschichte.
Geschichte und holt da also Statistiken raus, die habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Das macht er ganz hervorragend, nur leider konnte ich den nicht komplett verfolgen. Dann haben wir hier noch den Mark Petter, auch einer von den Star Traders, und der hat zum Beispiel so einen Vortrag gehalten, ich weiß jetzt nicht, was der Titel war, aber der vergleicht dann halt den Wert einer Aktie gegenüber dem Sparbuch. Aber auch hier, wenn ich hier hinten stehe, ich höre den nicht da vorne. Das ist irgendwie, muss man da mal was machen mit der Akustik, das wäre vielleicht besser. Es ist wirklich sehr interessant zuzuhören, was der da raushaut. Aber nochmal, wenn man hier hinten steht, also ich habe da keine Chance mehr. So, das war es eigentlich. Also ich fand die gut. Ich kann jetzt nichts zu Besucherzahlen sagen. Aber nach allem, was ich gehört habe, war das wohl noch größer als letztes Jahr. Und letztes Jahr war ich nicht da. Aber das hat Spaß gemacht. Da will ich auf jeden Fall nächstes Jahr wieder hin. Das war's schon. Ich wünsche euch was. Baba.